Mannschaft war sehr konsequent, sehr diszipliniert, vor allen Dingen auch ihr Herz in die Hand genommen und mutig nach vorne gespielt und alle Körner hier irgendwie auch in diesen 90 Minuten rausgehauen. Ich glaube, es gibt halt schon einige Sachen, die man heute sehr positiv bewerten kann. Aber ja, dann gehen wir eben nach Hause mit einem 1-2 und mit einem letzten Platz in unserer Gruppe. Taktische Ausrichtung vom Trainer war gut gewählt. Wir haben gegen Weltmeister gespielt und da lange Zeit gut ausgesehen, aber am Ende leider verloren, deswegen ist es bitter heute. Über weite Strecken haben wir die richtigen Dinge gemacht, aber was wir eben nicht schaffen, ist Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen. Und das ist das, was sich eben seit Wochen durchzieht und was uns dann eben auch wehtut. Wir hätten es absolut verdient gehabt, das muss man auch sagen, weil wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft und hatten auch die Möglichkeit, aber das ist halt auch manchmal dann klar. Das ist dann auch die Cleverness manchmal und die Reife, die dann dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen fehlt, da eiskalt zuzuschlagen. Ansonsten ja, hat man, glaube ich, auch gesehen, dass wir viele, viele gute Jungs haben, die nachrücken, haben heute in der Offensive ein unglaubliches Tempo gehabt mit den drei, die da waren, haben da wirklich viel Betrieb gemacht, viele Konter, sehr gut gespielt. Und heute hat man eben gesehen, hatte der Trainer einen ganz klaren Plan und dementsprechend hat er aufgestellt und ja, wir sind leider nicht belohnt worden.